Hi, mein Name ist Tim Klemann, ich bin Teamangler bei Jensi und ich würde euch heute ganz gerne ein, zwei Sachen vorstellen. Es geht um neue Köder und auch drei Köder, die schon seit zwei, drei Jahren im Programm sind, die aber super fängig sind und ich sie deswegen trotzdem nochmal vorstellen will. Wir befinden uns hier auf dem Rhein, beim Hausgewässer. Wir haben jetzt Ende April. Wir haben super Aprilwetter. Gestern hat es geschneit, gehagelt und die Sonne hat geschienen. Heute ist es ähnlich, wie man es halt so kennt. Und ich will jetzt mal die Zeit nutzen, um euch ein paar Köder vorzustellen. Anfangen möchte ich erstmal mit den Ködern, die es jetzt schon seit ein paar Jährchen bei uns im Programm gibt, die aber ziemlich geil sind meiner Meinung nach und vor allem auf Hecht ihre Fängigkeit bewiesen haben. Und da fange ich an mit dem Sundancer MS. Das ist ein Gummifisch. Der hat die Haken schon integriert, also da muss man keinen Jigkopf durchziehen oder sonst was. Der hat auch ein Bleigewicht vorne hier im Kopf drin stecken. Den habe ich jetzt hier in einem Dekor Forelle. Hat hinten einen wunderbaren Schaufelschwanz, hat eine geile Aktion. Und das Besondere an dem Köder, was ich hier hervorheben möchte, sind zwei Magnete. Und zwar sind die Magnete, man kann es vielleicht schon ahnen, an den Haken, unten am Körper vom Gummifisch angebracht. Und zwar hier und hier, also relativ mittig. Und das Geile an den Magneten ist, dass man die Haken somit an dem Fisch anklappen kann. Die Haken nicht immer freilose rumbaumeln. Das ist vor allem in krautigen Gewässern gut. Man hat wesentlich weniger Hänger damit. Klar, die Haken liegen immer noch frei, aber es liegt nur eine Hakenspitze frei anstatt drei. Den habe ich jetzt hier in zwei Farben. Das ist einmal eine natürliche Farbe und einmal eine schockige Farbe. Laufen beide sehr gut. Habe ich schon wirklich gute Hechte mitgefangen. Der zweite Köder, den ich euch vorstellen möchte, ist der Jimmy. Der Jimmy ist eine Art Wobbler, ist etwas größer, hat hier jetzt 19 cm und besteht aus 5 verschiedenen Körperteilen. Das ist der Schwanz, 3 Mittelsegmenten und den Kopf. Der Jimmy zeichnet seine enorme Beweglichkeit aus. Man kann das hier ganz gut erkennen. Und wenn man ihn langsam einkurbelt, hat er eine wunderbare Aktion unter Wasser, dann rollt er etwas. Man kann ihn aber auch antwitchen und dann sieht es aus wie ein verletztes Fischchen, was sich hin und wieder mal zur Seite dreht oder mit dem Kopf nach oben geht. Den Link zu den Ködern stellen wir euch unten unter das Video und da könnt ihr, wenn ihr wollt, mal vorbeigucken. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Köder. Und das ist der hier. Bei dem hier liegt mir am Herzen, der ist ähnlich wie der Jimmy. Allerdings ist der hier extrem hochwertig verarbeitet. Das ist jetzt hier das Barschdekor. Und die Verarbeitung, die sieht man hier schon hier vorne. Die Öse ist wirklich stabil. Auf den habe ich schon wirklich große Hechte gefangen, schon weit über einen Meter. Und auch unten ist der super verarbeitet. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gut erkennen kann. Aber der ist hier unten mit einer Schraube verschraubt, die beiden einzelnen Segmente. Die sind nicht einfach irgendwie zusammengeklebt, die sind wirklich verschraubt. Also es hält bombenfest. Und das andere Besondere an diesem Köder ist der Schwanz. Dieser Schwanz besteht nämlich aus Gummi. Und bietet nochmal einen besonderen Reiz. Damit habe ich euch die drei Köder gezeigt, die schon seit ein, zwei Jahren auf dem Markt sind. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Köder. Und zwar ist es ein Köder, der ist ganz neu. Der kam jetzt 2017 raus. Finde ich ein super Ding und ich zeige ihn euch einfach mal kurz. Und zwar rede ich von The Splash. The Splash finde ich ist ein super Ding, den gibt es nämlich in drei verschiedenen Größen und in vier verschiedenen Farben. Ich habe die ganzen Farben hier, ich zeige es euch kurz. Das ist einmal das ganz normale weiße Stickor, was man so kennt, super fängig für klares Wasser, fängt überall. Das zweite, was auch überall fängt, ist das Hechtdekor. Der hat noch ganz leichte weiße Striche hier drauf, die erkennt man wahrscheinlich auf dem Video nicht so gut. Hat hier rote Flossen, hinten auch nochmal rot, als vielleicht ein bisschen aggressivere Punkte, die den Hecht vielleicht dann doch mal aus der Reserve reizen, oder den Barsch oder den Zander, je nachdem auf was man es abgesehen hat. Dritte Farbe, sieht auch super aus, ist hier ein Forellendekor. Und die vierte Farbe ist ein Barschdekor. Das Barschdekor ist besonders fängig, habe ich jetzt gemerkt, auf Barsche. Man weiß es ja, Barsche fressen sich auch untereinander. Und da fische ich sehr gerne die etwas kleinere Variante.
Das ist die hier. Ich zeige nochmal die größere zum Vergleich. Also man, das unten sind 9, das oben 12 cm und die hier ist wirklich super auf Barsch geeignet. Das Splash hat einen bisschen voluminöseren Körper, ist ein bisschen breiter, aber nicht zu breit. Er ist trotzdem noch sehr attraktiv. Man kennt es ja von vielen anderen Ködern, dass sie sehr hochrückig sind. Das mag in allen Fällen sehr gut sein, auch auf Hecht. Auf Barsch und auf Zander jedoch mag ich lieber kleinere, flachere Köder und da ist das Splash super geeignet. Und was mir auch noch sehr gut gefällt, ist die Beweglichkeit. Also man sieht es hier, das ist kein irgendwie steifer Gummi mit einer schlechten Gummimischung. Ich wackel nur minimal und der Köder kommt fast gar nicht mehr zum Stillstand. Also wirklich, wirklich super Ding, kann ich euch nur ins Herz legen. Damit sind wir auch schon durch. Ich mache jetzt nochmal ein, zwei Würfe mit den Ködern und guck mal, ob vielleicht mal ein Hecht beißt oder irgendwas anderes. Mal überraschen lassen. Wenn es passieren sollte, dann schalte ich nochmal ein. Wenn nicht, dann war es das von mir. Und der Link ist in der Videobeschreibung zu den ganzen Ködern. Guckt einfach mal rein und lasst euch inspirieren. Vielleicht testet mal ein, zwei Köder und ihr werdet sehen, dass sie wirklich geil sind.